So, liebe Freunde des gepflegten Golfsports, jetzt haben wir den Salat. Die Corona-Krise ist da, wir sollen die sozialen Kontakte meiden, wir können nicht mehr so oft raus auf den Golfplatz, sondern das am besten ganz sein lassen. Deshalb habe ich für euch ein kleines Training vorbereitet, in dem ihr die wichtigsten Beweglichkeitsübungen für den Golfsport und die wichtigsten Kraftübungen für den Golfsport habt. Damit, wenn wir da wieder rausgehen können, damit ihr ideal vorbereitet seid auf die kommende Saison, die dann stattfindet. So, wir machen das zusammen durch. Das heißt, du darfst dich schon mal vorbereiten. Du brauchst, wenn du hast, eine Matte und nur dich selbst. Und dann legen wir gemeinsam los und starten auch gleich mit einem kleinen Warm-up. Stell dich stabil auf ein Bein und lass das linke Bein erstmal vor und zurück pendeln. Mit viel Schwung nach oben und dann einfach fallen lassen und nach hinten schwingen. So, schön relativ groß die Bewegung, bleib schön stabil stehen, lass die Arme gern mitnehmen, dass der Oberkörper auch schon ein bisschen was arbeitet, schön pendeln lassen, du stehst immer noch stabil auf deinem rechten Bein und jetzt wird aus dem Pendeln mal ein Kreisen, ihr zieht das Bein rückwärts bis ganz nach hinten, kommt wieder nach vorne und dann kreisen wir den Schenkel in der Hüfte, schöne große Kreise. Und ihr dürft auch stoppen und das gleiche vorwärts machen, in die andere Richtung. Nur damit die Hüfte gut warm wird und vorbereitet wird auf die nächsten Übungen. Im Standbein merkt ihr schon eine Anspannung in der Gesäßmuskulatur. Deshalb wechseln wir auf die Seite. Anderes Bein, rechtes Bein schwingen lassen, linkes Bein steht. Schön stabil, schau, dass du den Fuß stabil am Boden hältst. Kannst den Oberkörper wieder mitnehmen für die Bewegung. Schön dagegen drehen, das Bein schön weit hoch und schön locker fallen lassen. So, dann wollen wir auch hier noch rückwärts drehen, aus dem Schwingen in eine Rückwärtsdrehung. Schön die Hüfte kreisen lassen, den Schenkel kreisen lassen und dann das gleiche noch vorwärts. So, schön von hinten ganz nach vorne wie so ein Hürdenläufer, die Hüfte schön warm machen. Okay, gut. Dann gehen wir noch in die Rotation. Kleines Aufwärmtraining für die Wirbelsäule. Stell dich bitte gerade hin, geh in deine Anspielposition, schön aufrecht, Rücken ist gerade. Fass mit deinen Fingerspitzen auf deine Schultern. Und jetzt stabilisiere das Becken und dreh nur den Oberkörper von links nach rechts. So weit du kannst, ohne dass sich dein Becken bewegt. Das Becken bleibt schön still. Und du drehst nur den Oberkörper. Du bleibst mit dem Rücken schön gerade, nach vorne gelehnt und schön weit von rechts nach links. So weit wie es geht. Ja, du kannst das auch beim Spiegel machen, dann siehst du auch, ob das Becken still ist, stabil und du nur den Oberkörper bewegst. Ja, noch zwei, drei Mal pro Seite. Und dann versuchen wir den Oberkörper still zu halten. Jetzt gilt das Gleiche für das Becken. Du drehst nur dein Becken und bleibst sehr stabil im Oberkörper. Halte die Schultern stabil, dreh nur das Becken. Ja, hierzu kannst du die Knie abwechselnd nach vorne schieben und das Becken kommt schön mit, dass du die Hüfte schön mitdrehst. Von der Seite betrachtet, es ist nur das Becken, das sich bewegt. Der Oberkörper bleibt schön stabil. Weit reindrehen. Viel Drehung, viel Rotation. Schön das Becken drehen. So, zwei, drei Wiederholungen machen wir auch hier noch. Dann ist das Becken schön warm. Und dann kommen wir zur nächsten Übung. Die nächste Übung sind Handwalks. Damit machen wir die gesamte hintere Kette beweglich. Ihr dürft euch mal nach vorne runterbeugen. Lasst euch einfach mal schwer hängen. Beine sind gestreckt. Wenn ihr nicht bis zum Boden kommt, es nicht will, das sollte sich in den nächsten Wochen der Quarantäne hoffentlich verbessern, indem ihr das jeden Tag übt. Könnt euch auch ein bisschen runterziehen bis zum Boden. Ziel ist es jetzt, die Beine gestreckt zu lassen und mit den Händen nach vorne zu laufen, so weit wie es geht, ohne die Fersen vom Boden zu lösen und immer noch die Beine gestreckt zu lassen. Gewicht nach hinten und jetzt laufen wir wieder zurück. Bis zu den Füßen ran, wenn es geht. Weit ran und dann wieder nach vorne. Läufst wieder nach vorne, hältst die Fersen am Boden, schiebst dich wieder nach hinten und läufst nochmal zurück. Die Hände laufen wieder zu den Füßen
bis du wieder vorne überhängst, schön tief runter und dann gehst du wieder nach vorne. Lauf mit den Händen vor, halte die Fersen am Boden, schieb die richtig in den Boden, Beine schön durchdrücken, drücken. Da spürt man eine wunderbare Dehnung hier in der Beinrückseite. Wir laufen nochmal zurück bis zu den Füßen. Bleib noch einen Moment drin, spür nochmal hinein, es fühlt sich wunderbar an. Und dann geht es noch einmal vor, nach vorne in diese Position und schiebst schön das Becken nach hinten. So, aus der Position kommen wir in die nächste Übung. Ihr schiebt euch mal nach vorne auf die Hände, das Gewicht ist dann komplett auf den Händen, das ist eine Liegestützposition. Und jetzt nimmst du mal bitte das linke Bein nach vorne, neben die linke Hand. Die Hände sind dabei innen, ich gehe mal leicht schräg, damit du es besser siehst. So. Lass das Becken tief runterfallen. Du bist schön gerade, schön aufrecht im Oberkörper. Lass das Becken tief fallen. Und jetzt mal mit dem linken Ellbogen bis runter zum Boden. Und dann schiebst du dich hoch, streckst die linke Hand bis zur Decke, dreh dich dabei auch hoch, guck die Decke an und dann wieder runter. Du versuchst mit dem Ellbogen zum Boden zu kommen. Das Knie zeigt nach außen, aber der Fuß bleibt gerade nach vorne ausgerichtet. Schön nach außen raus. Ellbogen zum Boden und öffnen, nach oben hochdrehen. Immer im Wechsel, tief runter und hochdrehen, nach oben. Nochmal tief runter und nach oben hochdrehen. Nochmal tief runter. Wenn du nicht bis runter kommst, ist nicht schlimm. Versuch so weit wie es geht runterzukommen und aufdrehen. Wenn du weiter runterkommst, darfst du den Ellbogen auch bis zum Stütz, Arm rüber schieben und wieder nach oben hoch. So, das reicht. Wir wechseln die Seite. Rechtes Bein nach vorne, Becken wieder schön tief durchhängen lassen, Oberkörper schön aufrecht, Knie nach außen bewegen, Fuß bleibt aber gerade, jetzt den rechten Ellbogen zum Boden und öffne dich. Bis zur Decke hoch und wieder runter zum Boden. Und nochmal hoch, öffnen und runter. So tief wie möglich und wieder hoch. Und gleich nochmal herrlich tief runter, eine schöne Beweglichkeitsübung für die Hüfte und öffnen. Dreh dich weit rein, schön die Wirbelsäule durchbewegen und tief runter und hoch, öffnen. Dreh dich weit rein, schön weit rein, tief runter, hoch, dreh dich hier richtig weit rein, noch zweimal, runter, hoch, weit rein drehen, letztes Mal, runter, rauf. So, wir kommen zur nächsten Übung, wieder für die diagonale Drehung in der Wirbelsäule. Der Skorpion legt dich auf deine Brust. Runter und dann streckst du den rechten Arm 90 Grad aus, dass er mit der Handfläche auf dem Boden liegt und dein linkes Bein drehst du nach hinten rüber. Weit rüber drehen, nimm den Oberkörper mit, Hüfte ist gestreckt und jetzt noch den linken Arm zur Decke strecken. Jetzt versuch dich mal vom Boden zu lösen, schieb dich nach oben hoch, schön die Schulter nach hinten kippen. Weit nach oben hochziehen, das ist eine wunderbare Dehnung für die Schulter und die Brustmuskulatur und diagonal vorne am Rumpf, die Wirbelsäule wird gedreht und wieder lösen. Das gleiche auf der anderen Seite, linken Arm ausstrecken, das rechte Bein rüber und den rechten Arm hoch und dann schiebst du dich auch hier wieder zur Decke hoch, zieh dich hoch, zieh die Schulter nach hinten, Brust raus, Hüfte öffnen, schön die Dehnung in der Schulter und in der Brustmuskulatur spüren. Oh, schön weit nach hinten, dreh dich weit rein, schieb dich hoch zur Decke. Schön die Dehnung spüren. Bleib noch ein paar Sekunden. Und dann langsam lösen. So, soweit erstmal, was die Dehnübung angeht. Die kannst du gerne auch wiederholen. Ich würde mir wünschen, wenn du das täglich machst, um ein bisschen beweglicher zu werden. Dann kommen wir nun zur Kraftübung. Was ist ganz, ganz entscheidend? Ihr braucht einen starken Rumpf und ihr braucht eine starke Gesäßmuskulatur, um bei der Drehung die Rotation einzuleiten, braucht ihr den Po und der Rumpf beschleunigt schön den Oberkörper in den Schlag hinein. Deswegen fangen wir mit dem Rumpf an. Geht wieder in Rückenlage auf den Boden. Streckt die Beine aus, Arme ganz locker ablegen auf den Boden. Jetzt gehen wir in eine ganz klassische Ansteuerungsübung für den Rumpf. Atme mal kräftig aus. Dadurch spannt sich der Rumpf an. Jetzt versuch weiter zu atmen, ganz normal weiter atmen. Es geht ein Bein tief runter und wieder hoch und das andere Bein. Der andere Bein tief
und Seitenwechsel. Tief und permanent im Wechsel. Tief und hoch. Halte die Beine immer gestreckt und den Rumpf immer fest. Wenn du dir nicht sicher bist zwischendrin, ob der Rumpf noch fest ist, atme nochmal kräftig aus und halte die Spannung. Atme aber weiter. Atme weiter, halte die Spannung. Die Wirbelsäule wird nicht in den Boden gedrückt, aber auch nicht nach oben hochgeschoben. Ihr haltet den Abstand immer gleich zum Boden. Die Wirbelsäule bleibt kontrolliert und fest. Der Rumpf ist fest, macht durch weiter, immer weitermachen. Schön kontrolliert, fest. Wir machen mal pro Seite noch 2 Wiederholungen. Tief runter, hoch, wechseln. Tief runter, hoch, wechseln. Einmal noch auf der rechten, einmal noch auf der linken Seite. Und dann ablegen oder stoppen, die Beine anwinkeln, 90 Grad, die Arme bitte nach links und rechts ausstrecken und jetzt rotieren wir noch das Becken. Ihr dreht mal das Becken und die Beine auf die rechte Seite runter und haltet aber beide Schultern am Boden. Dann kraftvoll wieder hoch, ohne Schwung bitte, auf die andere Seite. Beide Schultern am Boden lassen, guckt am besten immer hoch zur Decke und wieder wechseln auf die andere Seite. Langsam bis runter, Bauch richtig schön festmachen und über den Rumpf kraftvoll nach oben, über die Mitte auf die andere Seite. Kontrolliert, bleibt mit beiden Schultern am Boden, schön kontrolliert. Langsam runter und wieder hoch, kraftvoll, schön kontrolliert. Nicht zu schnell, Kontrolle, langsam runter und wieder hoch. So, haben wir noch einmal jede Seite. Und dann beginnen wir das Krafttraining für den Rumpf nochmal von vorne. So, letztes Mal. Einmal runter bis zum Boden, beide Schultern bleiben und wieder hoch. Und von hier geht es wieder in die klassische Ansteuerung. Beide Beine strecken, Bauch fest und einmal in die Tief. Bis kurz vor dem Boden und wieder hoch. Wechseln, andere Seite und wieder hoch. Halte den Rumpf immer fest, immer angespannt und wieder rauf. Genau, tief runter und hoch. Wechseln. Und hoch. Wenn es dir ein bisschen zu lasch ist und du ein bisschen mehr Gas geben möchtest, kannst du die Beine auch im direkten Wechsel bewegen. Also wenn das eine Bein hochkommt, geht das andere Bein schon direkt runter. Dadurch wird der Hebel ein bisschen länger und die Frequenz höher. Die Belastung ist dadurch viel, viel stärker. Schön anspannen. Bauch fest und halten. Versuch zu atmen. Anspannen den Bauch. Schön festmachen. Okay, 2 Wiederholungen noch. Letztes Mal. Okay. Beine anwinkeln. Kommen wir zur Rotation. Arme zur Seite ausstrecken. Und dann die beide Beine auf die rechte Seite rüber. Langsam runter. Beide Schultern bleiben am Boden. Und kraftvoll auf die andere Seite. Nach links. Schön kontrolliert. Und wieder rauf. Wieder zur anderen Seite runter. Beide Schultern am Boden lassen. Und fest über den Rumpf auf die andere Seite. Kontrolliert. Wenn ihr das hier auch ein bisschen schwerer haben wollt, müsst ihr die Schienbeine ein kleines bisschen mehr strecken. Ja, dann wird auch hier der Hebel länger und die Übung wesentlich schwerer. Ja, ihr könnt die Beine auch komplett strecken, dann wird es maximal schwer. Wenn es zu viel ist, denkt dran, ihr wollt mit beiden Schultern am Boden bleiben. Wenn es zu viel ist, dürft ihr irgendwo zwischen komplett gestreckt und 90 Grad euer Lieblingswiderstand euch raussuchen. Wir machen nochmal pro Seite einmal. Einmal hier, wieder zurück und noch einmal runter. So, wieder in die Mitte und absetzen. Sehr schön. Das war's für den Rumpf. Jetzt gehen wir an die Gesäßmuskulatur. Der Po muss richtig stark sein, der muss fest sein. Wie spannen wir den Po richtig an? Ihr streckt die Hüfte durch, spannt die Pobacken an, schiebt das Becken hoch und hier, fühlt mal, also jeder nur bei sich, fühlt mal an, der muss richtig fest sein, der Po, ihr haltet oben, jetzt langsam lösen und wenn ihr den Boden spürt, möglichst schnell nach oben hoch, langsam lösen und da nach oben hoch. Pobacke langsam lösen. Und wieder hoch. Beim Lösen, sobald ihr den Boden spüren könnt, spannt den Po kräftig an. Die Bewegung kommt über die Po-Muskulatur und nicht über die Lendenwirbelsäule. Kein Hohlkreuz. Schön fest im Rumpf, nach oben hoch, in die Hüftstreckung. Langsam runter und nochmal. Schön fest. Kontrolliert. Und
Sehr gut. Einmal noch, dann bleiben wir oben. Haltet das Becken oben. Zieht mal die Zehenspitzen ran. Jetzt versuchen wir, die Beine im Wechsel zu strecken. Das rechte Bein mal richtig kräftig in den Boden drücken und das linke Bein ausstrecken, ohne dass sich das Becken zur Seite neigt. Absetzen, links in den Boden drücken und rechts ausstrecken, ohne dass sich das Becken neigt. Und wechseln, Spannung aufbauen und das Bein strecken. Wechseln, Spannung aufbauen, rechtes Bein strecken. Wechseln, Spannung aufbauen, linkes Bein strecken. Schön, das Becken bleibt schön stabil. Wechseln, Spannung aufbauen, rechtes Bein strecken. Nochmal wechseln, Spannung aufbauen und hoch. Hier, rechte Pobacke arbeiten. Runter, Spannung aufbauen, rechtes Bein strecken, linke Pobacke arbeiten. Runter, Spannung aufbauen, wechseln, einmal noch runter, Spannung aufbauen, wechseln und absetzen. Machen wir es nochmal eine Stufe schwerer. Wir machen die dynamische Streckübung einbeinig. Ihr streckt mal bitte das linke Bein nach oben aus, rechte Ferse ist am Boden und jetzt nur über die rechte Pobacke in die Hüftstreckung reinarbeiten. Langsam runter und nach oben hoch. Langsam runter, wenn der Po den Boden berührt, wieder hoch. Runter und wieder hoch. Nochmal schön die Streckung. Kontrolliert absetzen und wieder hoch. Kontrolliert runter und wieder hoch. Schön kontrolliert. Ja, langsam brennt die Pobacke, wieder runter. Dann wechseln wir die Seite. Linkes Bein. Rechtes Bein strecken, linke Ferse aufgestellt. Und 3, 2, 1. Hoch, kontrolliert runter. Und hoch, kontrolliert runter. Hoch, kontrolliert runter. Nach oben hoch, langsam runter. Schön über die Po-Muskulatur in die Hüftstreckung rein. Kontrolliert, zack, nach oben hoch. Kontrolliert, zack, über den Po, nach oben hoch. Nach oben hoch. Machen wir noch 2, 3. Zwei noch. Und letztes Mal, Po schön fest, zack, und absetzen. Gut. Okay, dann wird die Bewegung mal ein kleines bisschen größer. Wir machen den Ausfallschritt. Für die Gesäßmuskulatur, wir wollen ja beim Golf schön beim Rückschwung die Po-Muskulatur dehnen. Und Beinschwung schön den Po anspannen. Das ist unser Ziel. Aus der Dehnung in die Spannung rein. Deshalb Ausfallschritte. Erstmal gerade die einfache Variante. Ihr startet bitte mit dem linken Bein am Boden. Das rechte Bein geht nach hinten. Runter. Und jetzt aus der Gesäßmuskulatur nach oben hoch. Kontrolliert runter. Tief. Nach oben hoch. Nochmal. Runter. Nach oben hoch. Machen weiter, tief, nach oben hoch, schön über den Po, tief, einmal noch, dann wechseln wir die Seite, zack, nach oben hoch, anderes Bein, ja, ihr merkt schon, das ist jetzt für die Füße ein bisschen wackelig, das ist ganz gut, ein bisschen Balancetraining im Fuß, wechseln die Seite, rechtes Bein ist das Standbein, nach hinten, Knie raus, nach oben hoch, kontrolliert runter und zack, in die Streckung, schön über den Po arbeiten, runter, und zack, nach oben hoch. Tief runter, zack, nach oben hoch. Langsam runter, zack, über den Po in die Streckung rein. Tief runter, zack, sehr gut. Machen wir das Ganze noch zweimal. Nach oben hoch, letztes Mal. So, dann entwickeln wir die Übung ein bisschen weiter. Im Golfen haben wir auch mehr Rotation drin. Das Gleiche machen wir jetzt hier auch. Links ist wieder das Standbein, rechts kommt nach oben und jetzt bewegt ihr das Schwungbein nicht gerade nach hinten, sondern um das Standbein rum, runter und hier wieder nach oben hoch. Ihr dreht also das Becken schön zur Seite rein und wieder nach oben hoch. Wenn das ein bisschen wackelig sein sollte, nehmt euch einen Tisch oder einen Stuhl, haltet euch dran fest, dann habt ihr ein bisschen mehr Balance im Fuß. Runter, rüber, hoch. Okay? Runter, rüber, hoch. Und gleich nochmal. Runter, rüber, hoch. Einmal machen wir noch. Runter, rüber, hoch. Dann wechseln wir die Seite. Rechtes Bein ist das Standbein, links kommt nach oben. Also runter, rüber, hoch. Runter, rüber, hoch. Und weiter. Runter, rüber, rauf. Nochmal runter, rüber, hoch. Und tief, rüber, hoch.
hoch, zwei noch, runter, rüber, hoch, letztes Mal, runter, rüber, hoch. So, Beine lockern, sehr gut. Kommen wir zur abschließenden Schlussübung für die Rumpfmuskulatur und die Hüfte und die Schultern gleichermaßen. Wir gehen in den Unterarmstütz. Gehst runter auf den Boden. Die Arme bitte unbedingt parallel. Nicht nach innen rotiert, haltet die Arme parallel. Dreht am besten die Handfläche nach oben zur Decke. Zehenspitzen aufstellen. Die Schultern schieben den Oberkörper raus. Becken hoch und dann drückt ihr euch vom Boden weg. Schultern nach hinten ziehen. Bauch schön festmachen. Anspannen. Nicht in den Schulterblättern hängen, sondern drückt euch aktiv raus. Zieht die Schultern nach hinten. Jetzt kommt wieder die Bauchanspannung. Anspannen. Schön halten. Schultern zurück. Bauch festmachen. Drückt euch richtig raus. Ganz fest nach oben. Halten. Schön halten. Rumpf schön fest. Und einfach nur halten. Das ist eine ideale Position. Hier kann man bequem auf dem Tablet oder auf dem E-Book-Reader mal ein Buch lesen. Ja, vielleicht aber auch mal analog noch ein Buch lesen. Funktioniert so super. Oder man kann vielleicht per FaceTime im Homeoffice mit seinen Kollegen sich unterhalten und seine Brainstorming-Meetings abhalten. Überhaupt kein Problem. Ihr denkt aber immer daran, dass ihr die Schultern hinten haltet, euch hochdrückt, stabilen Bauch seid und das Ganze haltet. Ihr versucht den Unterarmstütz für euch so lang wie möglich zu halten. Ja, setzt nicht ab, bevor es nicht anders geht. Und wenn ihr merkt, dass ihr müde werdet, setzt ihr nur die Knie ab und haltet noch ein bisschen länger. Mich würde interessieren, wie lange ihr den Unterarmstütz halten könnt. Ihr könnt es gerne kommentieren oder schreibt es mir unter das Video. Ich würde mir wünschen, wenn ihr das Video und die Übung so oft wie es geht die Woche macht, zwei, drei Mal, wäre super. Und wenn es dann wieder losgeht und ihr auf dem Golfplatz könnt, seid ihr optimal und bestens vorbereitet. Ich freue mich von euch zu hören. Wir sehen uns. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Gute Zeit. Ciao.